Heute werden wir mit Plastilin spielen. Aber was ist das? Es schaut aus wie ein Hefter, ist aber eine Teigmaschine. Und sieh mal, es hat zwei Farben, mit denen du spielen kannst. Und wenn du 3 Jahre alt bist oder auch älter, kannst du damit spielen. Und schau mal hier dieses Mädchen, wie es mit der Maschine spielt. Was macht es denn hier? Es macht einen Wurm. Und hier kannst du lesen, wie man es benutzt. Oh, jetzt möchte ich aber damit spielen. Lass uns die Box mal aufmachen. Hier macht man sie auf. Mal sehen, was hier drinnen ist. Da braucht man gar nichts zusammensetzen. Hier ist die Maschine, hier ist das Plastilin. Und hier haben wir die verschiedenen Formen. Hier sind die Formen, siehst du? Ein Kreis, ein Blatt und auch ein Stern. Schauen wir mal, wie diese Maschine funktioniert. Und hier haben wir das Plastilin. Schau mal, hier ist eine türkisfarbenes Plastilin. Siehst du? Und hier haben wir ein oranges Plastilin. Na, schauen wir mal. Geben wir sie mal in die Maschine. Zuerst geben wir die Form hinein. Was sollen wir denn nehmen? Ach, nehmen wir doch gleich mal den Kreis. Geben wir das in die Mitte. Und dann nehmen wir ein bisschen Plastilin, am besten das türkisfarbene. Nur ein bisschen, ich glaube, das ist genug. Nehmen wir ein bisschen von dem Plastilin. Und wir können es auch mit dem Orangen mischen. Mal sehen, wie das aussieht. Geben wir beide zusammen. Drücken wir sie ein bisschen zusammen. Siehst du, hier ist ein Loch, hier kann man das Plastilin hineingeben. Genau hier. Da gibst du es rein, drückst es ein bisschen hinunter. Genau so geht das. So, jetzt drehen wir die Maschine um und dann brauchst du sie nur herunterdrücken. Und sieh mal, hier kommen die Farben heraus. Das ist eine Mischfarbe. Jetzt haben wir ein bisschen Orange und türkisfarbenes Plastilin. So, jetzt könnte ich ein Messer gebrauchen. Wo habe ich denn ein Messer gesehen? Mal sehen, ob es hier hinten ist. Ist hier das Messer? Ah, wo ist es denn? Ah, hier ist es doch. Hier ist ein rotes Messer. Das nehme ich gleich raus. Und das ist perfekt zum Schneiden. Siehst du? Hier kann ich, damit kann ich das Plastilin schneiden. Hier ist das Plastilin in der Mischfarbe Orange und Türkis. Wie hübsch das doch ist. So, jetzt wollen wir was Tolles mit diesem Plastilin machen. Schau mal hier, weil die Maschine hat auch 3 verschiedene Formen. Einen Schmetterling, ein Gesicht, sieh mal wie es lächelt, und ein Auto. Schau mal, hier ist das Gesicht. Sieht das nicht süß aus? Oh, wer kommt denn hier? Hallo Anna, was machst du denn hier? Das ist doch weit von deinem Eiskönigreich, nicht? Hast du gesehen, was für eine tolle Maschine wir haben? Das ist eine Teigmaschine, eine Plastilin-Teigmaschine. Bleib gerne hier. Oh, und wer kommt denn hier? Ist das nicht deine Schwester Elsa? Hallo Elsa, du kannst dich hier hinstellen. So, ich zeige euch beide, wie diese Plastilin-Teigmaschine funktioniert. Also nehmen wir ein bisschen von dem orangen Plastilin, dieses Teil hier. Und dann das Türkise, drücken wir es ein bisschen flach. Und jetzt das Orange. Und dann zusammen mischen wir es beide.
hier noch ein bisschen fester drücken und dann geben wir es hier hin. Siehst du die Formen? Ich zeige sie dir. Ja, hier in das große Loch hinein, so wie wir es vorher gemacht haben. Dann drehen wir es um. Siehst du? Was sollen wir denn jetzt machen? Einen Stern? Ja, den Mädchen von der Eiskönigin, die lieben die Sterne. So, hier. Und dann einfach runterdrücken. Ganz fest runterdrücken. Und was kommt denn hier raus? Sieh mal. Hier, siehst du den Stern? Wow, so ein langer Stern. Nehmen wir das Messer, damit können wir es abschneiden. Und hier haben wir den Stern. Es ist eine Sternenschlange. Und was können wir damit machen? Siehst du? Machen wir es wieder auf. So, wie wäre es denn mit einem Schmetterling? Wir könnten damit einen Schmetterling machen. Geben wir es einfach in die Form hinein. Etwas hinunterdrücken. Genau so. Ein bisschen mehr. So, genau. Und sieh mal, hier ist der Schmetterling. Ist er nicht hübsch? Hier ist ein Schmetterling. Nehmen wir noch ein Stück. Und was machen wir denn jetzt? Ein Auto? Genau, machen wir ein Auto. In die Form hineingeben. Ein bisschen hinunterdrücken, noch ein bisschen von allen Seiten und herausnehmen. Und hier ist es. Hier ist unser kleines Auto. Wum, wum. So, ich glaube, jetzt wisst ihr, wie diese Plastilinmaschine funktioniert. Was mir ganz besonders gut gefällt, ist, dass es so viele verschiedene Formen gibt. Sollen wir nun eine neue Form ausprobieren? Elsa, kannst du dir vorstellen, dass wir mit dieser Maschine auch Spaghetti machen können? Ich zeige es euch, es ist ganz einfach. Schauen wir mal. Geben wir das Plastilin hinein in das Loch und nehmen wir diese Form her. Seht ihr diese kleinen Kreise? Das geben wir jetzt hier hin. Genau so. Und dann einfach hinunterdrücken. Und sieh mal! Hier kommen sie raus, unsere Spaghetti. Wow, schau mal, wie riesengroß die sind. Das sind Riesenspaghetti. Und wisst ihr, was wir damit machen können? Einen Zopf. Sieh mal. Hier sind die Schlangen, die sie rauskommen. Ganz viele. Und sieh mal, hier ist mein Zopf. Siehst du, da haben wir eine ganz lustige Mischfarbe hier. So. Ich gebe das jetzt einmal hier hin. Und weißt du was, Elsa? Lass uns jetzt mal die kleinen Kreise ausprobieren. Nehmen wir das Plastilin, geben wir in das Loch und geben wir die kleinen Kreise hin. Und runterdrücken, ganz fest. Oh, sieh mal, wie die hier rauskommen. Die sehen ja aus wie Nudeln. Abschneiden. Ja, oh. Ja, das könnte doch Haar sein. Wir könnten damit Haare machen. Ich werde das gleich mal ausprobieren. Oh, schau, ich mache dir eine Perücke, Elsa. Ach, lach doch nicht, Anna. Das sieht doch toll aus. So eine lustige Perücke, wie du hast. Damit könntest du zu einer Kostümparty gehen. So, meine Lieben. So, jetzt muss ich aber Tschüss sagen. Aber bevor ich gehe, vergesst nicht, unseren Daddy Toys Kanal zu abonnieren, ja? Bis bald, tschüss!